Vor ein paar Tagen habe ich mir so einen Gaskocher aus dem Baumarkt geholt. Bin spontan 600 Kilometer in den Süden gedonnert. Das Ding ist, normalerweise fahre ich keine super langen Strecken, also war das halt ein riesen Stresstest für mein Fahrzeug. Und ich habe das Ding die ganze Zeit auf fast Maximalgeschwindigkeit gepusht. Es hat überlebt. Ich war auf dem Hinweg nur ein einziges Mal an der Raststätte. Und auf dem Rückweg war ich auf derselben Raststätte. Und ich war total verwirrt, bis mir im Nachhinein auf Google Maps aufgefallen ist, dass sie auf jeder Autobahnseite die genau gleiche Tankstelle gebaut haben mit Nordsee, Kaffeeladen und der Ute. Und als ich ganz viel Kohle für Sprit ausgegeben habe, ist mir dieses Auto von Volkswagen in den Sinn gekommen. Der XL1. Sieht ein bisschen ultrafuturistisch aus. Könnt ihr denken, ist Sportwagen, hat Flügeltüren, ultra aerodynamisch. Hat damals 110.000 Euro gekostet, glaube ich, und heute kostet es eigentlich genauso viel. Wahnsinnig wertstabil. Was mich persönlich total an diesem Fahrzeug reizt, ist nicht, dass es unglaublich futuristisch aussieht und innen drin trotzdem wie ein VW Passat, sondern weil jede Eigenschaft dieses Fahrzeugs nur einen einzigen Sinn erfüllt. Und zwar, dass das Auto wahnsinnig wenig Sprit verbraucht. Ungefähr 0,9 Liter auf 100 Kilometer, um genau zu sein. Das ist so ein Zweizylinder-Diesel. Klingt wie ein Traktor. Aber ey, beste Roadtrip-Fahrzeug überhaupt.